Hallo meine Lieben. Ja, hat was länger gedauert, aber ich habe jetzt einen Action-Haul für euch. Ich glaube, es sind so drei oder vier Einkäufe. Hat alles etwas gedauert, weil ich bin umgezogen, sodass ich eigentlich jeden Tag und jede Uhrzeit, wenn ich da bin, für euch ein Video drehen kann. Vielleicht klappt dann auch mal so ein Watch Me Craft oder so. Mal gucken. Ich wollte euch mal zeigen, was ich Tolles gekauft habe und was ich nun endlich bekommen habe, was es eventuell Neues gibt. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich habe bei uns dieses Kalligrafie-Set bekommen. Wollte ich eigentlich testen, habe ich noch nicht geschafft. Ich zeige es jetzt euch einfach mal. 1,96 habe ich mir mitgenommen. Ach, als junges Mädchen in der Schule habe ich damit sehr gerne geschrieben. Und ich weiß noch, dass die total teuer waren. Ja, ich bin gespannt, wie sie sind. Dann habe ich mir gekauft, da will ich mal gucken, eventuell als Cover vorne für ein Album zu machen. Und zwar ist das so ein Aufhänger, gab es noch als Mr. und Mrs. Ich glaube, ein Pärchen war noch drauf. Kam, glaube ich, 64 oder 69 Cent. Dann gibt es bei uns wieder diese Papercraft Sets für 1,54. Da musste das mit den Einhörnern nochmal mit. Ich denke, das wird jeder kennen, der hat große Papiere, halt hier die großen Papiere, doppelseitig, kleine Papiere, ein paar Federn, ein paar Sticker, ein paar Tags und ein paar Cutting Dies. Bin aufs Wort nicht gekommen. Dann waren die im Angebot für 69 Cent, die mussten auch mit. Mag ich total gerne. Dann habe ich für den Kleinen nochmal eine Zahnbürste mitgenommen. Der mag die Minions ganz gern, weil die Mama das mag. Und er mag aber sehr gern gelb. Und deswegen durfte die Zahnbürste nochmal mit. Und so alle 2 Monate wird die gewechselt. Wenn nicht sogar manchmal schon eher. Dann für 59 Cent einmal Umschläge und Karten. Dann waren die im Angebot für 1,19 € für den Urlaub. Dann habe ich mir Kaffeebecher mitgenommen. Einmal die großen, da sind 25 Stück drin. Für 1,39 oder 59. Ich muss gleich mal gucken. Einen Kastenbon habe ich da. Und einmal die kleinen 50 Stück. So gesehen der Gegenpart. Dann gibt es neues Konfetti. Gibt es 6 Varianten. Ich habe jetzt 3 mitgenommen. Einmal als Palme. Einmal als Flamingo und einmal als Ananas. Ich weiß gar nicht, was die anderen 3 Sorten sind. Moment, ich habe nämlich 2 Kassenbons hier. Wo haben wir sie? 39 Cent das Konfetti. Dann habe ich, gibt es, und zwar so Sticker, das sind so Buchstaben und Zahlen. Da habe ich aber schon festgestellt, dass sie gar nicht so luxuriös sind, wie vorne auf das Preisschild stand, 49 Cent. Hier fehlen ganz viele. Aber ist nicht so tragisch. Ich habe sie mal mitgenommen. Einmal diesen. Gibt es 6 Varianten. Aber diesen, den finde ich sehr schön. Ich habe hier bloß eine andere Farbkombi so in der Richtung, ne? Dann diesen hier. Und hier ist auch nicht ganz so schön. Und hier fehlen halt leider auch welche. Aber kann ich mitleben. 49 Cent. Dann gibt es neue Strohhalme. Finde ich total witzig mit den Kakteen. Dann gibt es noch Ananas, Flamingo und Melone. Ich denke, wir trinken daraus. Mal gucken. Oder der Kleine bastelt was mit. Irgendwas wird sich damit schon ergeben. Kosten 39 Cent. Und dann habe ich entdeckt Organza-Stoff. Da ganz kleine, ganz viele Herzchen drauf. Kostet, glaube ich. Wo haben wir sie? Ich glaube, da nicht. Einweggrill hatte ich gekauft. Eine iPhone-Schutzfolie aus Glas. Das ist das Konfetti. Die Zahnbürste hat 85 Cent gekostet.
Wir machen einfach mal weiter. Vielleicht finde ich das gleich. Dann habe ich auch diese Sprühfarbe mitgenommen für 1,79. Gibt es ja noch diese Metallic-Farben. Die haben wir auch. Nur ich hatte mir bei denen was gedacht, dass die eher zum Sprühen sind, weil eben mit Pinsel und so, das ist nicht so meins. Und die fand ich ganz cool. Die mussten mit. Was haben wir noch? Wattestäbchen habe ich gekauft. Kosten 49 Cent. Die Twix habe ich euch gezeigt. Die Mädchenklocks habe ich für die Nachbarin mitgebracht. Strohhalme habe ich euch gezeigt. Die Trinkbecher, die großen, 1,40 Euro und die kleinen 1,59 Euro. Genau, aber ich habe das, den Stoff nicht dabei. Ich glaube 69 oder 79 Cent. In der Richtung. So, dann habe ich mir zwei neue Bürsten mitgenommen. 49 Cent. Mich läuft schon wieder der Speichel im Mund. Dann habe ich diese zwei mitgenommen. Die fand ich ja total niedlich. 99 Cent. Und einmal dieses. Dann gab es die im Angebot. Habe ich auch keinen Zettel von. Dann mussten die mit. Die sind bei uns jetzt langsam leer gegangen. Weil wir haben ein bisschen umgebaut und umgestellt. Dann zum Putzen habe ich Zahnbürsten mitgenommen. Weil manche Ecken kommt man leider nicht mit so kleinen, mit kleinen Schwämmen oder Bürsten oder sonst irgendwas dran. Deswegen durften die mit. Und wenn ich mal als Einmalzahnbürste in den Urlaub mit hin für eine Woche und dann kann die auch weg. Ich glaube, die war nicht teuer. 1,19 oder 1,29. Teurer waren die, glaube ich, nicht. Dann habe ich diese luxuriösen, also noch mehr Luxus-Sticker, diese Sets mitgenommen. Die sind sehr groß. Einmal das. Einmal die in Blau. Einmal in Orange-Rot. Also es ist schon mehr ins Rötliche als in Orange. Und einmal das. Und hier hat sich dieses eine irgendwie gelöst, weil da sind keine Klebepunkte hinter, so wie es aussieht. Naja, werden wir sehen, wenn wir es aufmachen. Dann habe ich entdeckt, dass die jetzt nur noch 99 Cent kosten. Die waren, glaube ich, mal teurer. Und da musste jetzt dieses kawaiige oder niedliche mal mit. Das werde ich aber, glaube ich, ein bisschen ändern. Und zwar ist da eine Washi-Tape-Rolle bei, einmal Sticker und 10-mal Papier. Und die Seiten selber haben Motive. Dann habe ich eine Bubbelmaschine gekauft. Die war im Angebot für 2,99 €. So was Ähnliches gab es letztes Jahr schon. Ich hoffe, dieses Jahr ist ein bisschen besser. Letztes Jahr, die hat nicht so lange durchgehalten. Dann, tada, die neuen Washi-Tape-Rollen. 1,94 €. Und zwar einmal dieses hier. Da finde ich das Breite sehr, sehr schön. Dann einmal dieses hier. You are beautiful. Oh. Und dann dieses hier. You are loved. Oder loved. Und einmal dieses. Lots of love. 1,94 € habe ich schon gesagt. Dann gibt es total cool neu Sandwich-Tüten. Will ich mal schauen, ob man ein Album mitbasteln kann oder irgendwas in der Richtung. Fand ich total cool. Und die sind in XXL, also die sind echt groß. Größe A4 und dann also die Hälfte. Und ich glaube, wartet mal, ich habe das ein 15x30 Block. Also 30 lang auf jeden Fall und sagen wir mal 13 breit. Wenn ich Glück habe, ach, stehen hier sogar die Angaben. Naja, so ist das manchmal. Dann habe ich mir die Emboss-Sticker mitgenommen. Die habe ich schon mal gekauft. Einmal die hier. So viel aufeinander. Muss gleich nochmal wegräumen. Einmal das hier.
mit den Kakteen und Sukkulenten und Lavendel. 94 Cent kosten die. Und einmal dieses hier. So, dann habe ich mir diesen großen Block mitgenommen für 1,99, weil ich habe gesehen, der hat nur eine, der hat eine 100er, oh Gott, Mann, eine 135er Grammatur. Also es ist etwas schwereres Papier und ich will mal schauen, ob sich das gut verbasteln lässt, weil ist halt nicht so dünn wie Kopierpapier. Dann habe ich noch Schrumpffolie bekommen. Einmal dieses hier. Total süß. Und ich glaube, total günstig. Ich habe auch. Moment, da kann ich nochmal nachgucken. Wo sind sie? Ich glaube, 62 Cent oder so. Die waren nicht teuer. Oder 64 Cent. Das sind die. Also, ich sag euch, mit Kassenbons, das ist nicht so mein Freund. Schrumpffolie, 64 Cent. So, dann für die Einhornfans. Aber die Sterne, guckt euch die Sterne an, die sind auch so niedlich. Und die Seite. Dann das. Hier steht Lama. Aber das ist doch kein Lama, oder? Und einmal das. Und für den Kleinen, dann kann er damit mal ausmalen, dann werden wir das schön ausschneiden. Einmal dieses hier mit den Dinosauriern. Das habe ich auch ausgepackt. Und hinten steht auch die Beschriftung drauf mit Buntstiften. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann. Mit Buntstiften sollte das gemalt werden. Und mit dem Locher, glaube ich, kann man lochen. So, das habe ich mal schon aufgemacht, weil ich wissen wollte, ob man die Farbe, ne, man kann ja, das ist also aufgedruckt. Das hat so ein bisschen milchig. Das ist direkt auf der Folie. Also man kann leider die Folie alleine, ich glaube, die Rester könnte man jetzt sagen, okay, verwendet man noch. Aber die Form selber, die ist da drauf. So, und dann zum guten Schluss habe ich noch die Stanzen bekommen. Ich muss bloß mal ein bisschen Platz machen, weil ich wollte mit euch mal eine zusammen stanzen. Ich räume das mal schnell zacki zacki ein bisschen weg. Knister, knister. So. Meine süße kleine Tasche. Die klebt auch gut. Ich zeige, ach so, ich könnte euch erstmal zeigen, wie sie ausschauen. Und zwar, die möchte ich mit euch testen. Da steht Hello drauf. 1,29 kosten die. Das ist mit Blumen. Eine Welle. Sterne. Schweif mit Herz. Blätter. Herzen. Und nochmal eine andere Welle. 8 Stück gibt es, alle 8 mitgenommen. Ja, ich habe mir jetzt einen embossten Karton genommen, den es auch bei Action gibt. Für 79 Cent. Der muss nämlich auch immer mal weg mit. Liebe Leute, wenn ihr das vom Action mal seht, also das, was er hier an Klebestreifen hat, das möchte ich bitte auch kaufen können. Ne? Weil das klebt nämlich wie Hulle oder wie Bombe oder wie auch immer. Also es klebt super toll. Das nehme ich bitte auch mal. Irgendwas habt ihr auch schon mal verbuggt und das hat so doll geklebt. Nehme ich. Lasst die 31 Cent Rollen weg. Verbuggt mal das. Fände ich gut. So, und zwar, jetzt muss ich mal gucken, wie rum ich es mache.
Ich habe eine A-Platte, eine, ich glaube, das andere ist eine B-Platte, da ist schon alles unter, oder ist das die C? Mein Papier. Ne, meine C-Platte und das ist meine B-Platte. Wie ihr seht, die ist schon, die nutze ich gerne. Ich glaube, das ist aber auch schon die zweite. Ach so, ist jetzt richtig rum, ich glaube. Werde ich gleich sehen. Na. Und dann gucken wir doch mal. Ich hab's gewusst. Ich weiß nicht, warum. Na, wir probieren es jetzt nochmal andersrum. Das ist dann dieser Vorführeffekt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Probier es mal noch ein Stück höher. Ich habe sonst mit den... Nee, die mag mich nicht leiden. Ich glaube, weil es knackt sonst regulär. So, liebe Leute. In 45 Minuten habe ich dann meine Stanze, halt falsch rum, durchbekommen. Vielleicht ist es auch einfach. Jetzt habe ich sowieso noch falscher gemacht. Seht ihr? Jetzt habe ich... Was für ein Quatsch. Aua! ja! Jetzt habe ich natürlich auch keinen Piekser. Boah, wie vorbereitet ich auch bin, ne? Aber ich hatte meine Prickelnadel hier drinne. Dann habe ich sie wieder rausgenommen. Ja, ihr Lieben, so ist das manchmal. Passt das? Ah. Kleinen Moment. Aber die lässt sich. Wo kann ich die denn lösen? Hier? Kann die echt nur an einer Ecke lösen, Leute. Jetzt habe ich es mir leider kaputt gerissen. Also. Sagt mir doch mal, ob ich das denn noch abmachen kann. Okay, da, also die Stanze ist nicht mein Freund. Und mal gucken, ob die dann irgendwie auf Reisen geht oder ich bringe die zurück. Das weiß ich noch nicht. Ja. Ich habe es gerade vermöbelt. Vielleicht mache ich das. Vielleicht ist mein Papier auch zu dick. So, ich probiere das jetzt nochmal. Jetzt probiere ich es aber nochmal so rum. Und dann gucken wir mal. Man muss ja auch mal Missgeschicke mit filmen. Okay, also mit dem Papier möchte sie nicht. Wir probieren mal noch. Das brauche ich. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe doch hier. Ich habe ja nun umgeräumt. Das ist Karton. Das sind Stempel. Das passt natürlich nicht. Ach, wie soll es anders sein? Leute, ich gebe es auf. Ich versuche es, denke ich, mal im nächsten Video. Ja, also ich muss sagen,
Ja, mit der, das sollte wohl noch nicht so sein. Das wird nicht mein Freund. Guck mal, da sind auch überall noch die Punkte drin. Vielleicht ist das Papier zu dick, das kann gut sein. Das ist eine 245er Grammatur. Vielleicht ist meine Cuddlebug auch einfach ausgelastet, aber es mag gerade einfach nicht. Ihr Lieben, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.